So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Eigentlich wollte ich diese Folge gar nicht machen und dachte, ich setze wieder eine Woche aus, mache dann nächste Woche eine Folge, weil ich nur ungefähr 40 Bilder habe. Aber es ist ja eigentlich auch unfair, wenn diese Woche jemand Schocker der Woche gewesen wäre von diesen Bildern, der es dann aber nicht wird, weil man bis nächste Woche wartet und dann ein anderer das wird, also hat ja derjenige hier gar keine Chance gehabt, sozusagen für diese Woche. Und weil es ja die Highlights von dieser Woche sein sollen, muss es auch diese Woche noch kommen. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wann es kommt, ob Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder überhaupt, weil am Mittwoch ist ja auch Raid-Boss-Wechsel. Ich werde Mittwoch also, denke ich mal, direkt den Xerneas Community Raid machen, hochladen. Dann vielleicht Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Dann noch ein Mega-Bruder-Lander-Community-Raid. Aber der nächste C-Day ist jetzt auch schon wieder geleakt. Da wird bald der Blogpost folgen, wo dann auch das Infovideo kommt. Also wir schieben wieder fröhlich hin und her. Ein Gewinnspiel haben wir auch noch. Das müssen wir auch noch irgendwo unterquetschen. Aber jetzt erstmal die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Alex, denn der hat mir das Community-Day-Ticket für den letzten C-Day, den C-Day Classic, geschenkt für Tarnel. Danke dafür. War diesmal anders, weil ich ja diesmal alleine unterwegs war, gestreamt habe, konnte natürlich kein Team machen, aber habe ich die letzten Male auch vergessen. Hat irgendwie Spaß gemacht, das Wetter hat in dem Moment gerade gepasst, danach hat es wieder geregnet, aber da war ich dann schon auf dem Nachhauseweg. Dann nochmal danke an Blood & Tears, denn die hat mir das Ticket geschenkt für das Weltmeisterschaftswochenende, wo ich nochmal eine schöne Top-Lade-TM rausgezogen habe. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Für was habt ihr eure Top-Lade-TMs bisher ausgegeben? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hätte sowas immer bei... Nee, das ist ja gar nicht. Das ist ja, pass auf, das ist sofort Top, sofort TM, Desputter. Mehr fällt mir nicht ein. Lade-TMs? Vielleicht bei Bruder Lander, dass du da Wutanfall hast, weil das ja auch nochmal mega Bruder Lander wird. Falls du es am C-Day nicht geschafft hast, dir ein Gutes zu holen, jetzt ein Gutes hast. Also Bruder Lander, Wutanfall ist auf jeden Fall wichtig. Ansonsten weiß ich gerade auch nichts. Der Kopf ist leer. Alexander Ahringer, endlich Shiny Tangela in Pokémon Go mitgenommen. Aluhut hier, das neue Shiny Pikachu. 390 PP gab es ja aus Feldforschungen, gab es aus Raids. Er hat es wohl in der Feldforschung, genau, sonst wäre da ein anderer Ball zu sehen. Das sah auf jeden Fall cool aus, weil das hat nicht einfach nur eine kleine Mütze gehabt, das hat ein vollwertiges Kostüm und Badelatschen, also Flossen, Schnorchel, Taucherbrille. Das war cool. Flex 007 Flex 23, Glücksfreund geworden. Ich bin immer noch auf der Suche momentan nach Necrozma, nachdem ich die zwei fusionierten Dinger auf Level 50 geklatscht habe, möchte ich jetzt ein 100er Necrozma in Schwarz bitte haben. NetGhost hat mir gezeigt, eine Prime Burger Pizza. Ihr wisst ja, meine Prime-Sucht haut momentan rein. Und hier ist eine Prime Burger Pizza bei Domino's. Dazu noch ein cooles Prime. Die sieht auf jeden Fall interessant aus. Viel Grün mit drauf. Dann sind wir schon wieder, ich weiß nicht, wieso wir jetzt bei Essensbildern angelangt sind. Gefüllte Paprika im Samyang-Style von Genaya. Dann habe ich gestern Abend, ich habe was eingereicht, diese Box gesehen, die Expertenbox. Da sind nur Beeren drin. Für 750 Coins. Wer kauft sowas? Das ist was, was ich regelmäßig wegwerf. Beeren, Beeren, Beeren. Kann man in Arenen füttern, kann man sonst was mit. Ich werf die weg, weil mein Inventar immer zu voll ist. Ich da nicht so viel Platz habe, deswegen 750 Coins. Aber die hätte ich kaufen können. Was ich aber gesehen habe, eine Goldbox. Und die hat jetzt wieder nicht jeder. Ich kann die nicht kaufen. Ich habe gerade so 800 Coins aus den Arenen, die kostet 5.425. Sofort-TM, Lade-TM, Sternstücke, aber 99 Premium Raid Pass. Und das ist ein richtig krasses Angebot, denn dann hast du ja ca. 54 Cent für einen Raid Pass. Und wenn du normal ausgibst, hast du vielleicht 80 Cent für einen Raid Pass. Also du kannst für 100 Münzen den Raid Pass kaufen, in diesem Dreier-Bundle mit 250 bezahlst du immerhin noch 84 oder so. Aber hier hast du 54 für den Raid Pass und das ist richtig stark, das ist richtig krass. Und auch andere, runtergerechnet, haben wir ungefähr 5000 Coins, aber nur 60 Raid Pässe drin. Das ist nichts, aber das, dieses heftige Goldbox-Angebot, das lohnt sich eigentlich. Ich kann es nicht einlösen, ihr habt es nicht, perfekt. Oder habt ihr auch die Goldbox, schaut mal nach. Blood & Tears hier, wieder einiges mitgenommen an Shinies, Rosana, Panzer Aeron, Fukano, Dummiesel, Ineko, Wingul, Kleinstein, Traunfugil,
Meryl, Pikachu, Linfu, auch aus einer Feldforschung, dann 100%. Pichu, Funfi, Bitoras, Porygon, Balgoras, Linfu 100%, 100% Pikachu, mitgenommen, Erlöses 100%, Suicune 100%, Shiny, Schlurp, soll vorkommen, aber über ein oder zwei Viecher habe ich mich diesmal wirklich so richtig gefreut. Ich denke mal über das Linfu, weil das neu ist und blau ist und cool aussieht, und vielleicht sogar auch über das 100%ige Pikachu, weil Pikachu einfach trotzdem cool ist. Dann hier über Nacht noch von selbst ausgebrütet ein 100%iges Gladiantri, nimmt man mit, gibt es ja nur in Eiern momentan so. Plus getauscht noch ein 100% Glücks-Pikachu. Da braucht man das normale ja nicht mehr, wenn man jetzt das hat in Glücks. Andy Vorbeck, da wollte ich erst Schocker der Woche machen, denn der hat hier ein Shiny Xerneas. Wenn ihr dieses Video am Donnerstag vielleicht seht, sagt ihr, ja und, kann man doch raiden, wenn man ein paar Raids macht, kriegt man auch ein Shiny. Er hat es aber am 21.08. geradet, also einen Tag bevor das in die Raids kam. Sicherlich über einen Fernraid-Pass, sagen wir mal. Also über Fernraid-Pässe kannst du ja nur 5 Raids pro Tag machen. In 5 Raids am Abend musste er es schaffen, ein Shiny zu kriegen. Und was noch krasser ist, auch am 21.08. über einen Fernraid-Pass sicherlich 100% Xerneas. Wenn man also wirklich nur 5 Fernraids machen kann am Abend, von seinen japanischen Freunden eingeladen und bekommt in 5 Raids ein Shiny und ein 100%iges, ist das eigentlich schon eine fette Sache. Wir haben aber was anderes für den Schocker der Woche, das seht ihr dann. Tiso, 29 Stück gebrütet und nur ein Shiny Amarino, aber Amarino Tiso, also das ist auf jeden Fall super, sieht gut aus, ist weiß. Viper Black, Black Viper Cat, ich wollte eigentlich mein Shiny Visaflor mega entwickeln für den Dex-Eintrag. Dann fusioniert es sich wie Negrozma zu einem ultimativen Shiny Mega Bisa-Bark. Denn da ist ein Bisbark mit drin und sieht halt einfach nur komisch aus. Ich dachte, jetzt ist der Haspiroi ist auch noch drin, aber nein, das ist der Rest vom Bisbark, der da drin rumhängt. Danke an Jendik, auch noch vom Black Viper Cat, der sagt dir danke, weil die Aufgaben sind fertig, er kann aber irgendwie nichts abholen. Es hängt sich auf, es ist verbuggt, es ist Freeze. Was ist das überhaupt? Route zu neuen Freundschaften 4 von 4. Ist das das Teamplay, was es damals gab? Oder sind das mittlerweile neue Teamplay-Spezialforschungen, die ich gar nicht mitkriege und noch gar nicht gesehen habe? Ich müsste mal wieder beim nächsten C-Day oder so Teamplay machen, um zu schauen, was da jetzt drin ist. Genalia hier, Shiny Pikachu auch mit Flossen und Schnorchel allen drum und dran, Linfu mitgenommen. Das Pikachu ist aus einem Raid, das Linfu aus einer Aufgabe, sieht irgendwie auch recht groß und brutal aus. Das Pikachu so klein, das Linfu ist groß. Dann hier die C-Day-Ausbeute, 11 Shiny Tunnel mitgenommen. Aus der Teamforschung mit Lennart und Sarina, ein Lenrina von Aqua Grill. Das soll Best Buddy werden. Okay, die nimmt ja einfach immer überall alles mit, was Aquana ist. Der hat sich reingeschmuggelt, hab den gar nicht bemerkt. Shiny Schlurp auch mitgenommen. Kleinstein, Shiny mitgenommen. 100% Pikachu mitgenommen. Yes, aus Noise. Sören aus der Quest. Das dritte 100er inzwischen. Was mache ich damit? Könnte man ja wegschicken, dann hat man wieder einen Beutelplatz mehr. Kaiser Kai, auch Shiny Pikachu aus der Twitch-Forschung. Der dritte Code war ja Twitch-Forschung, wenn du einen Co-Streamer guckst, dass du einen Superliga-Kampf gewinnen musst und kriegst dann das Pikachu. Bei ihm war es Shiny. Kaiser Kai, dann hier noch Shiny Radfratz, Shiny Wommel, Shiny Grillmack und ein Shiny Kryptos Suicune. 100% Pichu. Alexander Ahringer, noch die Community Day Ausbeute vom Classic Shiny Tunnel Ausbeute Pokémon Go Community Day in Pokémon Go. 11 hat er das Bild von der Genaya geklaut. Nassim für Raid am Mittwoch, letztens beim Einkaufen gefunden. Habanero Geld. Warum schicken die Leute mal Essensbilder? Henry aus 68 Feldforschungen. 100%iges Linfu. Dabei 3 Shiny Linfu bekommen. Ich habe keins, ich habe aber auch keine einzige Feldforschung gemacht mit Linfu, auch keine mit Pikachu. Cumulus, Perlu, Shiny, okay. Porygon bei Cumulus, Shiny. Tangela, Shiny auf dem kleinen Account. Und Lenza nochmal, oha. Shiny Krypto Suicune hier dabei und insgesamt 13 Shiny Tane am Classic
C-Day. Achso, Dumanoman ist auch noch da. Super C-Day heute. Diesmal hatte der Hauptaccount Dumanoman mal mächtig Glück gehabt, denn wir haben 96er, wir haben 100er Lucky getauscht. Wir haben noch einen 100er, wir haben einen 98er, wir haben 96er, wir haben 98er, wir haben noch einen 98er, wir haben noch einen 100er. Und hier unten ist noch was anderes, kann ich nicht erkennen, aber das sieht gut aus. Also da ist die Armee am Start. Ich hoffe, der hat die Guten auch alle durchentwickelt, vor allem die mit 15 Angriff, dass die gleich die Sternenhieb-Attacke kriegen. Und jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Dantro26, denn er hat gesagt, er spielt kaum noch, er spielt mega selten. Dann hat er aber mal ein Geschenk geöffnet von mir, hat ein 7-Kilometer-Ei bekommen, hat das dann auch mal ausgebrütet, hat er geguckt, auch ein Shiny, fand er richtig cool, ein Shiny vom Ramses zu kriegen. Dann hat er es bewertet und es waren 100%. 100% Shiny Galaponita aus dem Ei vom Ramses. Das ist doch ein schönes Andenken, das ist cool. Endlich mal wieder ein Shando und dann noch von Ramon. Bam. Das kriegt ja wohl ein C-Day jetzt dann bald im September. Dazu aber ein extra Video. Mal gucken, wann der Blogpost kommt, dann machen wir da noch ein Video und dann machen wir noch hier das und dann. Ich bin der Sebastian Schulz aus Dingsbums bei Schweinfurt. Macht's Blues weg, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.